Herzlich willkommen, liebe Grandios-Freunde. Ich bin Annalia Machui. Wir sind heute zu Gast in Hamburg. Das Thema, die großen Fragen heute, es geht um Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und wir dürfen dazu mit einer Frau sprechen, die sich diese Fragen im Blick auf ihr eigenes Leben gestellt hat und auch sehr konsequent beantwortet hat. Die ehemalige FDP-Politikerin Katja Suding. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ja, schön, dass wir heute sprechen. Ich freue mich drauf. Sie waren Landesvorsitzende der FDP Hamburg, später auch stellvertretende Bundesvorsitzende Ihrer Partei und zuletzt dann auch schließlich gewähltes Mitglied im Bundestag. Also 10 Jahre aktiv, sehr aktiv in der Politik. Und dann letztes Jahr haben Sie einen Ausstieg angekündigt und sich jetzt komplett aus der Politik eigentlich zurückgezogen. Das ist schon ein sehr bemerkenswerter Schritt, den eigentlich nur sehr, sehr wenige machen. Ja, also den Ausstieg habe ich ja sogar schon fast 2 Jahre her. Mhm. Letztes Jahr zur Bundestagswahl bin ich nicht mehr angetreten und das habe ich ein Jahr vorher schon bekannt gegeben. Also ist schon ein bisschen her und seitdem bin ich auch in einer Hochstimmung. Also es war eine Entscheidung, die reifen musste. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich sie getroffen habe. Aber als ich sie dann einmal getroffen hatte, ich weiß noch genau, wann es war, also September 2020, seitdem fühle ich mich großartig. Also es war genau richtig für mich. Das klingt, als wäre es eine gute Entscheidung gewesen. Ja. Man könnte jetzt von außen betrachtet den Eindruck gewinnen, dass es bei Ihnen eher um einen Rückzug ging aus der Politik, so ein bisschen das Ablehnen eines verlogenen Geschäfts. Wenn man jetzt aber Ihr Buch liest, Reißleine, was Sie geschrieben haben, gewinnt man eigentlich eher den Eindruck, dass es um einen Schritt zu sich selbst ging, um ein Anerkennen eigentlich auch der eigenen Wahrheit. Ja, also mir ging es nicht darum, dass ich jetzt der Welt zeigen wollte, wie schlimm Politik ist und dem demonstrativ den Rücken kehren wollte. Das Buch, was ich geschrieben habe, Reißleine, ist auch keine Abrechnung mit der Politik oder dem politischen System oder mit Parteifreunden. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um meine ganz persönliche Geschichte. Wie ist es mir ergangen in der Politik? Was hat es mit mir gemacht damals, als ich auch sehr plötzlich in die Politik eingestiegen bin? Wie hat sich das Ganze für mich im Laufe der Jahre dargestellt? Und was waren dann auch die Schritte und die Anlässe, warum ich dann für Stück für mich die Entscheidung getroffen habe, aus der Politik rauszugehen und wieder ein anderes Leben zu führen? Ich sage mal, ich habe jetzt eigentlich mein Leben zurück. So, und das beschreibe ich. Aber es ging also mehr um die Passung eigentlich zwischen dem, was Sie für sich als Ihr Leben erkannt haben und was die Politik dann letztendlich Ihnen auch geboten hat, kann man das so sagen? Ja, es ist also wirklich eine ganz persönliche Geschichte, in der ich beschreibe, wie ich mit den Rahmenbedingungen, die Politik nun einmal mit sich bringt, also die Öffentlichkeit, der hohe Termindruck, der Druck insgesamt, immer wieder Wahlen innerparteilich, aber auch Wahlen zu den Parlamenten, das viele Pendeln, wie ich damit klargekommen bin oder auch nicht klargekommen bin und wie ich für mich erkannt habe, was ich eigentlich für mich in meinem Leben jetzt in Zukunft will. Also es waren 11 schöne Jahre, es waren insgesamt 11 Jahre, die ich in der Politik war, als Berufspolitikerin, die ich auch gar nicht missen will. Ich habe da ganz, ganz viel gelernt und viele Erfahrungen gemacht, aber jetzt ist was anderes dran und das ist jetzt gut so. Das klingt nach einer sehr, sehr intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst. Und Sie haben das auch an einer Stelle im Buch mal geschrieben, dass das gar nicht so einfach ist, immer sich der eigenen Wahrheit zu stellen. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, wie würden Sie oder was verstehen Sie unter Wahrheit oder Wahrhaftigkeit? Können Sie das irgendwie definieren, einfassen? Ja, so eine objektive Wahrheit, glaube ich, gibt es gar nicht. Jeder Mensch nimmt ja sein Umfeld, seine Lebensbedingungen ganz individuell wahr, gefiltert durch was auch immer das ist, wie man sich das darstellt. Und für mich war es Aufgabe, überhaupt erstmal daran zu kommen, was für mich überhaupt richtig und was ich eigentlich möchte. Also das ist ja auch gar nicht so einfach, wenn man umgeben ist von ganz viel Lärm, Personen, Menschen, Anforderungen, Druck. Da kann man sich ja auch schnell mal ablenken lassen von dem, was man eigentlich selber möchte und will. Und das ist mir auch über Jahre passiert. Und die Frage dann überhaupt zu beantworten, wie geht's mir überhaupt, was will ich eigentlich, das ist mir immer gar nicht mehr leicht gefallen, weil ich gar nicht mehr den Maßstab hatte, der ist so verschwommen. Wenn man sich immer dann versucht zu vergleichen mit anderen,
dann findet man natürlich nicht raus, wie es einem selber geht. Also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wie halte ich das alles aus, dann gucke ich nach links und finde jemanden, der es wunderbar findet, in der Öffentlichkeit zu stehen, der es vielleicht sogar genießt, sogar liebt, auf der Bühne zu sein. Dann finde ich jemanden anders, dem es überhaupt nichts ausmacht, zwischen Hamburg und Berlin zu pendeln oder zwischen seinem Wohnort oder ihrem Wohnort. Andere haben überhaupt keine Probleme mit dem innerparteilichen Druck, fühlen sich da irgendwo wohl. Ich kann, also wenn ich nach rechts und links gucke, immer jemanden finden, für den das alles gut ist. Beantwortet aber nicht die Frage, wie es mir eigentlich geht. Dafür muss ich das alles mal ausblenden und mal gucken, wie es mir geht. Und das tatsächlich ist nicht immer ganz so einfach. Das habe ich aber dann am Ende doch ziemlich konsequent gemacht. Also dieses Herausfinden, wie es einem geht, wäre dann quasi dieser Schritt, sich der eigenen Wahrheit zu stellen für Sie. Und danach zu leben, wäre dann Wahrhaftigkeit. So ja, ich benutze die Begriffe Wahrheit, Wahrhaftigkeit für mich überhaupt nicht. Das sind gar nicht meine Begriffe, die ich bisher überhaupt für mich benutzt habe. Mhm. Aber vielleicht meinen wir dasselbe. Also einfach schon. Zu mir selber zu finden, zu gucken, was für mich außen vor richtig ist. Und schauen. Ja. Und was sich auch für mich gut anfühlt. Also nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich gemerkt, das ist einfach genau das Richtige, weil sämtliche Widerstände, innere Widerstände einfach weg waren. Das war einfach richtig. Ja, ich habe es einfach gemerkt, dass es genau das ist, was ich will. Könnten Sie noch ein bisschen genauer beschreiben, wie sich das anfühlt, so eine richtige Entscheidung zu treffen? Also Sie haben ja schon einiges genannt, ich glaube, so ein Gefühl der Befreiung. Und wie geht es einem damit? So eine Hochstimmung hat sich da eingestellt. Also es war lange Zeit, dass ich einfach wusste, irgendwas ist nicht richtig. Das habe ich gespürt, aber ich wusste noch nicht genau, was es eigentlich ist, wo ich eigentlich hin will. Also ich wusste erst gar nicht genau, woran liegt es überhaupt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich irgendwas ändern sollte. Ich wusste gar nicht genau, was ich ändern sollte, warum, wie, wohin. Also das war mir lange Zeit überhaupt nicht klar. Und es hat auch bei mir nicht geholfen, jetzt wirklich intensiv darüber nachzudenken, irgendwelche Strichlisten zu führen mit positiv, negativ oder irgendwelche Optionen mir aufzuschreiben. Ich habe das dann eher anders gemacht. Ich habe mich eher zurückgenommen, habe mich auf mich besonnen, habe eher versucht, Dinge aus dem Weg zu räumen, die vielleicht den Weg zu mir selber versperrt haben, um dann ganz entspannt und ganz ruhig einfach von alleine den Weg finden zu lassen. Also die Entscheidung, mich finden zu lassen, das war eigentlich mehr der Weg. Und als das dann gelungen ist, in dem Moment wusste ich es. Also es fühlte sich einfach alles richtig an. Was würden Sie jetzt anderen Menschen mit auf den Weg geben, Sie waren ja selbst irgendwann an dem Punkt, wo Sie gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht. Und was würden Sie anderen Menschen raten, wie man diesen Punkt erkennen kann? Also wenn man an dem Punkt ist, ich müsste jetzt einen Cut machen, aber wie schafft man das auch wirklich, das zu bemerken, das einzusehen? Also wann haben Sie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und woran haben Sie es gemerkt? Ja, ich weiß, ich glaube, das ist ganz individuell. Ich bin da vielleicht auch keine Person, die jetzt professionell anderen Ratschläge geben kann in dem Sinne. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach auf sich selbst zu hören und eben nicht nach rechts und links zu gucken, sich nicht vergleichen, eigene Maßstäbe zu finden und den kann man nur bei sich selbst finden. Also ich habe einfach gemerkt, das kennen vielleicht auch viele Menschen, dass irgendwas nicht mehr stimmte, dass ich öfter darüber nachgedacht habe, bin ich hier noch richtig, will ich eigentlich was anderes? Ich glaube, wenn man schon anfängt nachzudenken, dann ist da sicherlich, steckt auch was dahinter. Ich habe dann versucht, diese Gedanken auch erstmal zu verdrängen, weil immer andere Sachen anstanden, ein Wahlkampf hier in Hamburg, dann begann die Corona-Pandemie, da waren wir als Parlamentarier auch sehr stark gefordert. Also es war immer so viel im Außen, dass ich dann diese Gedanken, die immer mal aufblitzen, die habe ich einfach beiseite geschoben. Irgendwann funktioniert das aber natürlich nicht mehr. Dann holen einen die Gedanken ein, so war es bei mir auch. Und habe dann aber wirklich auch mal die Zeit intensiv genutzt, wirklich zu gucken, was ist da eigentlich, wo will ich da eigentlich hin? Und ich kann es immer nur wiederholen, zu mir selbst zu gehen und das Außen einfach mal beiseite zu lassen, um überhaupt klar zu sehen, was ich möchte. Stichwort Zeit. Sie haben jetzt gemeint, dass Sie eigentlich so viel um die Ohren hatten, dass Sie sich die Frage gar nicht in Ruhe stellen konnte. Also wie viel Zeit braucht man eigentlich, um mal ehrlich zu sich selbst sein zu können? Um dieser Sache auf den Grund gehen zu können? Ich glaube, man kann sich alle Zeit der Welt nehmen. Wenn man den Lärm von außen nicht abschaltet, wird das nie was. Also ich glaube, es geht weniger um den Zeitbegriff, als was ich tue. Nämlich
das Außen ausschalten. Dann kann es vielleicht auch sogar ganz schnell gehen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Frage der Zeit ist. Ich glaube eher nicht. Sie haben ja auch von einem Seminar geschrieben, was Ihnen total geholfen hat. Da gab es ja auch ein totales Medienverbot, eine Woche offline. Ich glaube, das war auch eine besondere Erfahrung. Glauben Sie, das hilft? Kann das unterstützen, zu merken, wie es einem eigentlich wirklich geht? Ja, es ist natürlich leicht, sich die ganze Zeit von Dingen von außen ablenken zu lassen, von den Nachrichten, die man liest, von Social Media, da kann man sich ja auch stundenlang mit beschäftigen, von Gesprächen mit wem auch immer, Telefonaten, Treffen, Arbeit, gibt ja genug was einen nach außen hin ablenken kann, und damit manche können damit ja wunderbar ihr ganzes Leben leben. Für mich hat es eben nicht mehr funktioniert und ich musste eben all das einfach mal abschalten, um ja, zu finden, was ich möchte. Hat sich da jetzt auch nachhaltig bei Ihnen noch was verändert? Also haben Sie Ihren Umgang mit Medien dann auch in der Zeit danach jetzt irgendwie angepasst, um ein bisschen mehr bei sich selbst zu bleiben? Ich bin immer noch jemand, der intensiv Medien konsumiert, weil ich bin auch einfach daran interessiert, was in der Welt passiert, und nehme mir aber auch ganz bewusst auch mal Zeiten, wo ich all das wegtue und wo ich versuche, einfach auch zum Beispiel durch Meditation, durch Yoga zu mir selbst zu kommen und alles mal beiseite zu schieben und nicht dran zu denken. Das erfordert ein bisschen Übung und auch ein bisschen Disziplin, ist aber unglaublich schön und befreiend. Hilfreich wahrscheinlich, ja. Sie waren an sich in Ihrem Beruf ja unglaublich erfolgreich. Also eigentlich gerade auf dem Weg nach oben. Es hätte ja durchaus noch lange weitergehen können so auf diesem Weg. Sie haben das gut gemacht und eigentlich auch gerne gemacht. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie ein Talent, was Sie eigentlich haben, verschenkt haben? Ach, nee, würde ich nicht sagen. Also klar, ich habe das auf eine gewisse Weise gerne gemacht. Ich war auch, ja, wie Sie sagen, recht erfolgreich in dem, was ich getan habe. Ich wusste aber von Anfang an schon mit meiner ersten Kandidatur damals 2011 für die hamburgische Bürgerschaft, dass es in der Politik Dinge gibt, die echt schwer sind für mich und die auch meiner natürlichen oder meiner Natur widersprechen. Also ich habe von Anfang an gemerkt, dass ich nicht gerne auf der Bühne stehe und rede, dass die permanente Öffentlichkeit, das Erkanntwerden auf der Straße, dass das mir als Mensch nicht wirklich liegt. Und da auf der anderen Seite stand aber immer, dass man als Politikerin, und ich wollte ja Politik machen, dass ich natürlich wusste, dass ich all das brauche. Also es ist, als Politikerin braucht man die Bühne, man muss die Möglichkeit haben, zu Menschen zu sprechen. Man braucht die Medien, die Öffentlichkeit, um überhaupt die Chance zu haben, mitzuteilen, für was man steht, was man erreichen möchte. Also als Politikerin habe ich all das gebraucht und auch ganz aktiv gesucht. Aber als Mensch, Katja, war das alles schwierig. Und in diesem Zwiespalt war ich eigentlich die ganze Zeit. Und das war eine Zeit lang für mich ja durchaus auszuhalten, weil ich unbedingt noch was erreichen wollte. Und ich habe ja auch einiges erreicht. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich fast das Gefühl hatte, so, jetzt habe ich hier bestimmte Dinge erreicht. Wir sind in Hamburg zweimal zurückgekommen ins Parlament. Der Landesverband hat sich hier beruhigt. Dann haben wir sind wir 2013 als FDP-Fraktion aus dem Bundestag geflogen. Ich war Teil des Teams, was dann 2017 den Wiedereinzug in den Bundestag mitorganisiert hat. Auch das ist uns gelungen. Wir haben die neue Fraktion aufgebaut. Also es waren so Meilensteine, die ich dann auch erreicht habe. Ich konnte auch inhaltlich ein paar Punkte setzen, sowohl in Hamburg als auch in Berlin in Bereichen von Haushalt und Bildungspolitik, die mir sehr wichtig waren. Natürlich hätte es noch unglaublich viel mehr gegeben, was ich hätte umsetzen wollen. Aber ich habe eine ganze Menge auch erreicht. Und irgendwann wurden dann die negativen Begleiterscheinungen, die traten dann mehr in den Vordergrund. Und denen habe ich mich gestellt und habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, das hat jetzt ein Gleichgewicht, was ins Negative ausschlägt. Ich muss jetzt was ändern. Ich bin nicht mehr bereit, die negativen Begleiterscheinungen zu tolerieren und zu akzeptieren. Können Sie da noch ein bisschen mehr beschreiben, was da alles noch dazugehört hat? Also Sie haben von einem Leben im Zwiespalt gerade gesprochen. Was waren so die täglichen Zerreißproben eigentlich? Mit denen Sie konfrontiert waren. Ja, das war das Thema Öffentlichkeit. Also diese permanente Öffentlichkeit, irgendwie jeden Tag darauf gefasst sein, dass eine Kamera, ein Mikrofon irgendwo da ist, dass man auf der Straße erkannt wird, dass man Rede und Antwort stehen muss. Was natürlich auch richtig ist. Ich will gar nicht sagen, natürlich als Politikerin muss man in einer Demokratie sein Handeln auch erklären. Das ist vollkommen richtig. Ich wollte es einfach nicht mehr machen als Mensch. So, und die vielen Stunden, die man in so einen Job
steckt. Also es war selten, dass ich meinen Abend zu Hause hatte oder so spontane Verabredungen, das kannte ich gar nicht, das habe ich 11 Jahre lang nicht gemacht. Oder freie Wochenenden, sowas war die absolute Ausnahme. So, und ich wollte das einfach nicht mehr. Also es war einfach eine Entscheidung zugunsten eines anderen, eines viel freieren und viel selbstbestimmteren Lebens. Also irgendwann war es unterm Strich dann einfach zu viel. Ja, zu viel klingt immer, zu viel ist, ich bin gerne bereit, viel zu arbeiten. Das war nicht einfach nur zu viele Stunden, das ist viel zu wenig. Das war eine Kombination aus weg von zu Hause sein, öffentlicher Druck, immer wieder Reden halten. Also einfach Dinge zu tun, die gegen meine Natur sind. Das ist mit viele Stunden arbeiten viel zu unterkomplex beschrieben. Sie haben das jetzt gerade auch gesagt, gegen Ihre Natur. Also wie wirkt sich das allgemein auf das Leben aus, wenn man längerfristig gegen seine Natur lebt? Sie haben auch geschrieben, dass es dann in den Beziehungen schwieriger wurde, auch in der Beziehung im Verhältnis zu Ihren beiden Söhnen. Wie wirkt sich es auf einen Menschen aus, wenn er gegen seine Natur lebt, gerade auch im Bereich der Beziehung? Ja, ich bin jetzt natürlich auch da jetzt kein Psychologe, der das jetzt wirklich erklären könnte. Ich kann nur beschreiben, wie es für mich war. Also ich war im permanenten Stressmodus, also immer in Abwehr, immer auf der Hut. Und das ist sicherlich nicht gut für einen Menschen. Das macht, glaube ich, langfristig krank. Aber das müsste jemand erklären, der sich da vielleicht besser mit auskennt. Nein, Sie sollen ja von Ihnen erzählen. Sie haben dann irgendwann schon auch gemerkt, dass das Verhältnis zu anderen einfach angespannter wurde. Und das lag vermutlich am Stresslevel, wie Sie jetzt beschrieben haben, oder? Ja, also ich glaube, ich war im permanenten Stressmodus und das hilft natürlich nicht unbedingt, um dann auch, wenn man nach Hause kommt, wenn man mal ein paar Stunden frei hat, um dann entspannt und locker zu sein. Der Stress, der sich da im Job aufgebaut hat, der hat mich natürlich auch in der Freizeit begleitet und das macht es sicherlich nicht immer einfach. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind natürlich keine Psychologin, aber was Sie sehr schön auch beschrieben haben in dem Buch ist der Umgang mit dem inneren Kind. Also wenn man das zusammenfassen könnte, könnte man sagen, das innere Kind sind quasi die Gefühle und die Gedanken, die wir meistens im Unbewussten zum Teil auch aus unserer Kindheit mitgenommen haben und die unser Leben heute noch beeinflussen. Welche Rolle hat die Entdeckung von diesem inneren Kind oder von diesem Konzept dafür gespielt, dass Sie dann letztendlich den Ausstieg gewagt haben? Ja, also das innere Kind, ich habe mir das mal erklären lassen, das sind ja Muster, die in der frühen Kindheit angelegt wurden, die dann aber so gelernt sind und so tief drin sind, dass wir sie immer noch als Erwachsene mit uns rumschleppen. Oft, wie Sie sagen, auch ist das unbewusst, wir bemerken sie gar nicht. Sie haben aber einen riesengroßen Einfluss auf das, was wir tun. Und das ist nicht ganz einfach, dahinter zu kommen, weil es ja, wie gesagt, oft unbewusst abläuft. Und ich habe ein Seminar gemacht, wo es genau darum ging, diese Muster und dieses innere Kind erstmal überhaupt zu erkennen und zu entdecken. Dann aber noch viel mehr. Es reicht nicht, es einfach nur zu wissen. Dann macht es weiter, was es will. Sondern es ging auch darum, sich von diesen Mustern zu befreien und so Frieden mit dem inneren Kind eigentlich zu machen, um wieder das, was man tut, aus eigenem Antrieb zu tun und nicht, weil ein inneres Kind uns in irgendeiner Weise steuert. Das war das Ziel des Seminars und das hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Ich habe dann auch erkannt, dass auch einige der Motive, warum ich überhaupt so lange Politik gemacht habe, nicht nur darin zu suchen waren, dass ich Dinge umsetzen wollte, dass ich Ziele hatte, also politische Ziele, die ich umsetzen wollte, die hatte ich zweifellos. Also ich hatte da einen ganz starken inneren Antrieb, auch Dinge zu erreichen und zu verwirklichen in der Politik. Aber daneben gab es auch andere Motive, die auch ganz stark waren. Und die haben ganz viel, wie gesagt, mit dem inneren Kind zu tun, also mit auch einer Sichtbarkeit, die man in der Politik hat. Ich glaube schon, dass eines meiner Muster aus der Kindheit ist, dass ich immer das Gefühl hatte, mit dem, was ich kann und was ich leiste, nicht genug gesehen zu werden. Also das führt dann dazu, dass ich mich immer mehr angestrengt habe, auch über meine Grenzen hinausgegangen bin, auf der Suche nach dieser Anerkennung, die ich vermeintlich als Kind nicht bekommen habe. Und das ist auch ein ganz starkes Motiv, warum ich mir einen Beruf ausgesucht habe, der so sehr in der Öffentlichkeit stattfindet, der mich immer wieder über meine Grenzen hat gehen lassen. Sicherlich auch, um
ja, um es allen zu zeigen. Und das ist bedingt durch das Muster aus der Kindheit. Und das habe ich abgebaut. Und als das weggefallen ist, ist auch ein Motiv, diesen Job weiterzumachen, auch weggefallen. Wenn Sie jetzt auf Ihre eigenen Erfahrungen damit schauen, kann man das schaffen, das innere Kind komplett abzulegen? Oder wird da immer noch irgendwas von diesem kleinen Menschen in einem bleiben, was einem vielleicht auch weiterhin Grenzen setzen wird, wo man darauf achten muss, wo man weiß, dieses innere Kind wird einfach wiederkommen und da muss ich gut drauf Acht geben? Es gibt sicherlich Menschen, die das gut in den Griff kriegen, das weiß ich nicht, kann sein. Ich bin da sicherlich einen Schritt gegangen und habe einige Muster abgelegt, aber die, ja, die Möglichkeit, dass es nochmal wieder durchscheint, das innere Kind, und dass es auch macht, was es will, die ist natürlich da und das passiert auch immer wieder. Was jetzt sicherlich für mich anders ist nach dem Seminar, dass ich mir dessen viel mehr bewusst bin, dass ich also merke, wenn die Muster da sind, sie auch erkenne und dann auch gegensteuern kann. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Das gelingt nicht immer und manches erkenne ich sicherlich auch nicht, aber ja, ich habe da einen guten Schritt schon mal gemacht. Ja, ich glaube, das ist unglaublich viel wert, wenn man sich selbst wahrscheinlich erkennen kann, sich selbst annehmen kann, sich selbst auch irgendwie versteht, vielleicht auch aus dem Unterbewussten heraus. Wenn Sie jetzt jemand fragen würde, was würden Sie antworten? Wer ist Katja Suding? Mit all dem, was Sie erlebt und erfahren und erkannt haben. Ich bin jetzt ein glücklicher Mensch. Ich kann das gar nicht definieren. Ich will das auch gar nicht definieren. Ich würde nie versuchen, mich in Worte zu beschreiben. Das ist auch für mich gar nicht sinnvoll. Ich bin ein glücklicher, selbstbestimmter Mensch und für ein schönes Leben. Eine schönere Zusammenfassung kann es kaum geben auf diese Frage, finde ich. Noch mal kurz zurück zur Politik. Sie wurden früher schon mal gefragt, müssen Politiker lügen? Wenn man jetzt zum Thema Wahrheit zurückgeht. Wie würden Sie das im Rückblick jetzt beantworten? Geht es da wirklich primär um Mehrheiten oder steht da vielleicht auch irgendwie Wahrheit im Raum, das, was man für richtig hält? Was ist da überwiegend? Also ich habe mal gehört, dass jeder Mensch jeden Tag unglaublich oft lügt und dass das auch gar nicht anders geht im sozialen Zusammenleben. Deswegen glaube ich, kann man oder sollte man gar nicht sagen, Politiker lügen, andere nicht. Ich glaube, jeder Mensch tut das den ganzen Tag und das scheint auch unserem Zusammenleben ganz zuträglich zu sein. Die typische, wie geht's dir, Frage? Ja, und man muss ja vielleicht auch nicht immer mit allem ehrlich sein und hilft vielleicht auch im Zusammenleben, wozu auch. Ja, ansonsten, Sie haben jetzt gefragt, geht es um Mehrheiten oder geht es um das Durchsetzen von Positionen? Das gehört ja zusammen. Das kann man ja überhaupt nicht voneinander trennen. Das darf man auch nicht voneinander trennen. Ich kann nur dann meine Position durchsetzen, also das, was ich für richtig halte, wenn ich dafür Mehrheiten habe. Ja, deswegen, das klingt immer so, als wäre das eine gut und das andere schlecht. Nein, so ist es in der Demokratie. Ich kann nur das durchsetzen, für das ich Mehrheiten habe. Also geht es natürlich darum, dass man Mehrheiten für seine Position findet, dass man darum wirbt. Aber daran ist überhaupt nichts Schlimmes und überhaupt nichts Schlechtes. Das ist einfach das, wie unsere Demokratie funktioniert. Und so soll es ja auch sein. Sie würden da drin also auch überhaupt keinen Widerspruch eigentlich sehen, weil es ja dann oft schon gegenübergestellt wird. Geht es jetzt um Mehrheiten, geht es um Wahrheit? Nee, ich verstehe diesen Gegensatz auch nicht. Wenn ich etwas möchte, wenn ich eine Überzeugung habe, beispielsweise in der Bildungspolitik etwas am Bildungsföderalismus zu tun, dann muss ich dafür Mehrheiten suchen. So, also gehe ich los und versuche für meine Position zu werben. Daran ist überhaupt nichts Verwerfliches. Also eins Ihrer großen Anliegen als liberale Politikerin vor allem natürlich auch, ist eine ultimativ freie Gesellschaft. Sie haben es total schön beschrieben, Menschen, die in ihrer Entwicklung und in ihrem Denken wirklich frei sind. Was würde so ein Menschen für Sie auszeichnen, einen wirklich freien Menschen? Was braucht es dazu? Ja, dazu braucht es Möglichkeit, eine Gesellschaft, die das auch zulässt. Das war ja der politische Bereich, in dem ich unterwegs war. Also ich mir schon eine Gesellschaft wünsche, und politische Rahmenbedingungen, die Menschen viel Freiheit erlauben. Wir haben ja gerade in den letzten 2 Jahren während der Pandemie erlebt, wie unsere Freiheiten, wie unsere Grundrechte sehr, sehr massiv eingeschränkt wurden. Das war für mich ein Riesenproblem. Ich glaube einfach an eine Gesellschaft, die dann wirklich gut ist und stark, wenn jeder Einzelne sich entfalten kann und seine Potenziale und seine Vorstellungen auch nutzen kann.
Ich glaube, dass das total falsch ist, wenn von oben, von außen Individuen, Menschen eingeschränkt werden, wenn man ihnen vorschreibt, wie sie zu leben haben, was sie zu tun haben. Ich glaube, dass das eine Gesellschaft lähmt und schwächer macht und dass eine Gesellschaft dann stark ist, ja, wenn man jeden Einzelnen empowert und ihnen die Möglichkeiten gibt, wirklich sein Leben zu gestalten, für sich, für die Familien, auch für die Gesellschaft. Das hat natürlich ganz viel mit Bildung zu tun. Deswegen ist für mich Bildung ja auch das Fundament des Menschenbildes, was ich habe. Ich glaube auch, dass Menschen, anders als es vielleicht die politische Linke tut, dass Menschen potenziell etwas Gutes für sich wollen, dass man also keine Gesetze rauf und runter schaffen muss, damit sie ja keinen Unsinn anstellt, dass man sie kontrollieren müsste, dass man irgendwie helfen müsste. Ich glaube, Menschen sind sehr gut in der Lage, gute Entscheidungen für sich zu treffen, über sich hinauszuwachsen. Und da, wo Menschen auch mal Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, da kann man gerne auch mit Gesetzen arbeiten. Aber im Prinzip sollte man doch erstmal den Menschen machen lassen und erstmal an das Gute glauben. Also ich habe da ein viel positiveres Menschenbild als all diejenigen, die glauben, man müsste Menschen reglementieren, kontrollieren, einschränken. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das finde ich zutiefst beklemmend. Und deswegen waren auch gerade die letzten 2 Jahre während der Pandemie, wo man ja eben wirklich im Prinzip überhaupt nicht auf die Eigenverantwortung des Menschen gesetzt hat, sondern von außen die absurdesten Regeln teilweise geschaffen hat. Ich glaube, das hat ja jeder gemerkt, wie widersprüchlich teilweise auch die Regeln waren. Davon halte ich gar nichts. Ich halte das für grundfalsch und ich als Mensch kann damit auch überhaupt nicht umgehen. Hat Freiheit, auch persönliche Freiheit, für Sie auch irgendwas mit Wahrheit zu tun? Also wenn Sie jetzt auch sagen, ein Mensch muss sich frei entfalten können, seinen Weg gehen können, dann muss dieser Mensch ja auch erstmal, so wie Sie eigentlich, zu dieser Wahrheit über sich selbst gefunden haben. Hat das für Sie irgendeine Verknüpfung, Freiheit und Wahrheit, sich ehrlich gegenüber sein? Ja, mit dem Wahrheitsbegriff komme ich ja nicht so gut klar. Vielleicht kann man Ehrlichkeit über sich, gegenüber sich selbst. Ja, ich brauche natürlich meine Freiheit, um mein Leben leben zu können. Und ich finde ja sowieso, dass jeder Mensch per se diese Freiheit haben sollte. Und das alles, was sie irgendwie einschränkt von außen, ist künstlich, ist unnatürlich, ist etwas, was aus meiner Sicht möglichst zurückgedrängt werden sollte. Wenn jeder wirklich nach seiner eigenen Überzeugung lebt, dann sind die Menschen auch gut und dann machen sie auch vernünftige Sachen. Also wenn das wirklich jeder bis zum Ganzen machen würde, dann bräuchten wir vieles an Regeln nicht. Dann wäre die Welt sowieso eine bessere. Na gut, die äußere Realität zeigt ja auch, dass es durchaus auch viele Menschen gibt, die, nett ausgedrückt, mit ihrem inneren Kind noch nicht ganz im Reinen sind. Also das wäre dann mit den Menschen, für die es sehr schwierig ist, eigentlich dann diesem Menschenbild, was sie haben, zu entsprechen, dann braucht es ja doch wieder viele Regeln. Ja, ich halte aber auch nichts davon, dass wir Menschen dadurch, dass wir ihnen von Anfang an viele Regeln geben, sie in ein Korsett zwingen, dadurch hindern wir sie natürlich daran, überhaupt zu sich selbst zu finden. Also ein Mensch, der permanent in einem strengen Regelkorsett ist, der kommt gar nicht dazu, überhaupt für sich auszutesten, was für ihn oder sie richtig ist. Weil immer irgendwelche Regeln da sind, die uns einschränken. Das geht ja schon in frühester Kindheit los. Wenn Eltern entscheiden, was für ihre Kinder richtig ist, das müssen sie zu einem gewissen Grad sicherlich, aber je nachdem, wie alt ein Kind ist und mit zunehmendem Alter, kann man Kindern auch durchaus, wie ich finde, eine ganze Menge zutrauen und ihnen auch zugestehen, eigene Entscheidungen zu treffen. Es ist auch nicht mehr notwendig, dass das andere immer sagen, was das Beste für das Kind ist. Das wissen Kinder schon selbst, wenn man sie lässt und wenn man sie auch darauf trainiert, das überhaupt herauszufinden. Letztendlich wieder der Weg zu sich selbst am Ende auch, den Sie jetzt dann auch gegangen sind. Das ist auch eine Frage von Training. Nicht? Also permanent, wenn mir jemand sagt, was für mich gut ist, dann stelle ich vielleicht auch irgendwann das Denken ab, weil da ist ja immer einer, der angeblich weiß, was für mich richtig ist, dann brauche ich ja selber nicht mehr nachdenken. Das ist natürlich auch eine Frage von, wie konditioniere ich eine Gesellschaft, wie konditioniere ich einen Menschen? Ganz konkret, was hat Ihnen wirklich geholfen, Schritt für Schritt zu sich selbst zu finden? Also Sie haben schon einige Dinge angesprochen, zum Beispiel mal eine Medienpause, ein bisschen Zeit nehmen, sich für die Fragen. Aber jetzt sprechen Sie auch viele Menschen an, die Sie auch immer wieder dann ermutigen zum Ausstieg. Was, wenn Sie 3 konkrete Punkte nennen dürften, hilft wirklich, wenn man sich selbst wiederfinden möchte?
Also ich ermutige ja niemanden zum Ausstieg, sondern ich beschreibe meine Geschichte, die am Ende in einen Ausstieg aus der Politik gemündet ist. Aber ich würde eher Menschen ermutigen zu gucken, was für sie richtig ist. Und das muss ja nicht der Ausstieg sein. Das kann ja auch durchaus das Leben sein, in dem sie sind, das einfach weiterzuführen, vielleicht ein bisschen bewusster. Also mir geht es überhaupt nicht darum, den Menschen zu sagen, jetzt aus Jobs auszusteigen oder sonst irgendwas zu tun. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich glaube aber, dass, wie ich es eben schon gesagt habe, der Weg einfach ist, diesen Lärm von außen mal auszuschalten, zu sich zu kommen, sich das Konzept des inneren Kindes mal anzugucken, zu gucken, was ist eigentlich die Motivation in meinem Leben, was treibt mich an, was davon bin wirklich ich, was sind Konditionierungen aus der Kindheit, das auseinanderzuhalten, daran auch zu arbeiten. Für mich ist unglaublich hilfreich, auch jetzt noch im Täglichen mir die Zeit zu nehmen, durch Meditation mal wirklich zu mir zu kommen, den ganzen Lärm von außen abzuschalten und einfach zur Ruhe zu kommen, mir Zeit für mich zu nehmen und mich nicht permanent von allem, was um mich herum ist, abzulenken. Das kann man ja den ganzen Tag tun. Es erfordert auch eine gewisse Disziplin, das mal nicht zu tun, ist aber unglaublich hilfreich. Zu sich kommen, dann herausfinden, was für sich richtig ist und das durchsetzen, haben Sie ziemlich konsequent gemacht. Ich glaube, dass das viele natürlich auch enttäuscht. Also wenn man den Erwartungen von anderen nicht entspricht. Jetzt in Ihrem Fall haben sich ja die meisten damit gerechnet, dass Sie wieder kandidieren. Und Sie haben da sicher unglaublich viele Erwartungen enttäuscht. Geht es nicht dann ganz schnell, dass man sich auch irgendwie schuldig fühlt? Ich habe da genau darüber auch nachgedacht im Vorfeld meiner Entscheidung. Das war auch einer der Punkte, wo ich überlegt habe, darf ich das überhaupt machen? Darf ich als gewählte Abgeordnete jetzt sagen, ich trete nicht wieder an, wo es viele Menschen gegeben hat und sicherlich immer noch gibt, die mich unterstützt haben und weiter unterstützen würden. Aber überleg, schlägt das Schicksal zurück, wenn ich einen Job, den so viele so unbedingt haben wollen und den ich einfach hätte weitermachen können, wenn ich es gewollt hätte, den einfach abzugeben? Ist das irgendwie arrogant? Darf man das überhaupt tun? Also solche Fragen habe ich mir auch gestellt. In dem Moment aber, wo für mich die Entscheidung klar war, und das war ja nach einer Phase der Ruhe und der inneren Einkehr, war ja für mich auf einmal die Entscheidung da, ich gehe da raus. In dem Moment war ich mir so sicher und so klar, dass auch Schuldgefühle überhaupt nicht mehr da waren. Ganz im Gegenteil war es dann so, dass mein Umfeld, als ich dann auch davon berichtet habe, einige habe ich ja auch im Vorfeld der Entscheidung, bevor ich sie öffentlich gemacht habe, auch schon mit einbezogen, die haben einfach gemerkt, wie gut mir das getan hat. Und die haben gemerkt, wie ich gestrahlt habe und wie ich mit mir im Einklang war. Da waren dann auch weniger die Vorwürfe da, sondern einfach die Freude mit mir darüber, dass ich jetzt meinen Weg gefunden habe. Wie sind jetzt im Rückblick Ihre, oder jetzt noch im Nachhinein, die Beziehungen zu den Menschen, mit denen Sie vorher zusammengearbeitet haben? Gibt es da noch Verbindungen oder ist das? Ja, also gerade auch die Menschen waren ja das, was für mich am schönsten war in der Zeit der Politik. Natürlich längst nicht alle, da gab es auch viele, die ich nie wiedersehen muss und auch nicht werde. Aber gerade auch mein Team im MdB-Büro, mit denen habe ich immer noch intensiven Kontakt, mit einigen meiner ehemaligen Abgeordnetenkollegen und Kolleginnen, sowohl aus der eigenen Fraktion, auch aus anderen Fraktionen. Da gibt es immer noch sehr enge und sehr freundschaftliche Beziehungen. Das ist auch immer wieder schön, wenn man sich trifft. Sie sind Mutter von 2 Söhnen. Und als Eltern versucht man seinen Kindern mit auf den Weg zu geben, sei du selbst, sei selbstbewusst. Und jetzt waren Sie selbst irgendwann an dem Punkt zu sagen, das bin aber jetzt nicht mehr ich, das bin nicht mehr ich selbst. Wie haben Ihre Söhne reagiert? Wie haben Sie selbst reagiert in so einer Diskrepanz eigentlich zwischen dem, was Sie Ihren Kindern eigentlich mitgeben wollten und an dem Punkt, an dem Sie dann selbst waren? Auch eigentlich gibt es da gar keine Diskrepanz. Also meine Kinder sind ja inzwischen schon erwachsen, sie sind 18 und 20 Jahre alt. Und als ich denen gesagt habe, dass ich nicht mehr kandidieren werde, da waren die ganz happy. Da haben die gesagt, Mama, das ist doch schön, dann tust du jetzt das, was dich glücklich macht. Und sie haben ja gemerkt, wie gut es mir auch mit der Entscheidung ging. Und die haben sich einfach unglaublich für mich gefreut. Und es ist ja auch nicht so, wenn man jetzt zurückblickt, dass ich jetzt 11 Jahre lang im falschen Film gesteckt hätte und dann auf einmal gemerkt hätte, oh, ich habe 11 Jahre lang einen Fehler gemacht, den muss ich jetzt korrigieren. Also so einfach ist es ja nicht. Es gab ja in den 11 Jahren immer etwas, was mich unglaublich angetrieben hat, was mich auch heute noch antreiben würde. Aber auf der anderen Seite gab es eben Umstände und Rahmenbedingungen, die so meiner Natur eben zuwiderliefen. Und das
in Einklang zu bringen, das war eben nicht so einfach. Und das, glaube ich, kennt auch jeder, dass nicht immer alles nur schwarz-weiß ist. Und Dinge verändern sich auch im Laufe. Ja, man kriegt andere Bewertungen, man hat andere Vorstellungen. So war es bei mir eben auch. Es war 11 gute Jahre, ich will da auch kein einziges von missen. Aber ich bin dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo mir andere Dinge wichtiger waren und vielleicht das, was positiv war, nicht mehr ganz so positiv erschien und die negativen Dinge überhand genommen haben. Und dadurch kippte das Ganze und dann war es konsequent zu sagen, jetzt treffe ich auch eine entsprechende Entscheidung. Deswegen war das für meine Kinder eher ein gutes Vorbild, genau hinzugucken, was man eigentlich will und ja, auch zu merken, wenn sich Dinge verändern und dann auch konsequent und dementsprechend zu handeln. Da schwingt ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen der Aspekt der Veränderung mit. Also es gibt nicht den einen richtigen Platz, die eine Wahrheit über sich selbst, dieses eine Erkennen, das brauche ich, das bin ich, sondern es verändert sich ja über die Zeit, wie Sie jetzt beschrieben haben. Ja, Dinge verändern sich, Situationen verändern sich, Lebenswünsche verändern sich und es war alles so richtig. Also das, was ich in der Politik gemacht und gelernt habe, ist auch heute für mein Leben noch wichtig. Es gehört zu meinem Leben dazu und hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich bin happy damit. Das heißt, die Frage, wer bin ich oder was brauche ich, bleibt eigentlich lebenslang eine Frage und eine Suche. Immer ja, wieder. Ich glaube, man muss die ganze Zeit offen bleiben und gucken, was passiert. Und ich glaube, wir müssen auch weg davon kommen, was ja manchmal in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen mitschwingt, dass wenn man eine Veränderung vornimmt, dass das das Eingestehen eines Scheiterns ist. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, man ist dann gescheitert, wenn man nicht erkennt, dass sich Dinge verändert haben. Und man bleibt drin, nur weil man sich diesen äußeren Anschein von, das ist aber der richtige Weg, geben möchte und dann konsequent und starrsinnig in einer falschen Situation verbleibt. Ich glaube, Erfolg ist doch, wenn man es schafft, den Weg zu nehmen, der für einen selber richtig ist. Und der kann durchaus auch mal wechselvoll und kurvenreich sein. Wenn man jetzt ständig auf der Suche sein muss nach dem, wer bin ich oder was ist richtig für mich, und vielleicht dann ab und zu eben auch der Moment auftaucht, das bin nicht mehr ich. Haben Sie da herausgefunden, was auch gerade bei den Veränderungen irgendwie so Leitplanken sein können, an denen man sich festhalten kann, um in Verbindung mit sich selbst zu bleiben und sich die Frage immer wieder neu auch beantworten zu können? Also für mich hilft da einfach auch mal der Blick auf das, wofür ich meine Energie aufwende. Also in der Politik war es am Ende so, dass ich unglaublich viel Energie aufwenden musste, um mit den negativen Begleiterscheinungen, die ich ja schon benannt habe, irgendwie klarzukommen. Also ganz viel Energie aufzuwenden, um Widerstände, innere Widerstände sozusagen wirklich niederzuknüppeln. Dann blieb nur ganz, ganz wenig Energie übrig, um das umzusetzen, worum es mir ging, also was ich politisch auch erreichen wollte. Und da stimmte die Bilanz einfach nicht mehr. Und das ist für mich so eine Leitplanke. Ich muss immer das Gefühl haben, dass ein Großteil der Energie, zu 100% wird das nie gehen, aber dass ein Großteil der Energie, die ich in meine Arbeit stecke, auch auf die Straße kommt. Also da muss auch was sichtbar sein. Da muss auch, die PS müssen auf die Straße kommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es muss fließen. Ganz herzlichen Dank, Katja Suding, für das offene und total ehrliche Gespräch und auch für Ihre Gastfreundschaft hier in Hamburg. Vielen Dank. Und Sie, liebe Grandios-Freunde, wenn Sie noch mehr Geschichten hören möchten aus dem Leben oder auch über die Themen von Wahrheit und Wahrhaftigkeit, dann empfehle ich Ihnen unseren YouTube-Kanal oder auch die Online-Seite unseres Magazins. Unter www.grandios.online finden Sie weitere Beiträge zum Thema. Bleiben Sie uns treu oder gewogen, wie unser Chefredakteur sagen würde, und schauen Sie mal wieder vorbei. Bis bald.